Geisterschiff ist auch noch da. Was ist dieses Monster? Das ist Belamu, aber wieso? Ich dachte, wir hätten ihn besiegt. Ciao, Tetra. Also ist er noch im Leben. Ich habe mich schon gewundert, warum meine Kraft nicht ganz... Er ist abgehauen, Mist. Nur Jens Geisterschiff noch kämpfen. Schiffkampf. Uah. Na, nur da auch. Sehr schön. Abschießen. Oh. Hey, ist er aus dem Geisterschiff gegangen? Jedenfalls folgen wir ihm. Ich übernehme das Steuer. Link, breite die Kanone vor. Ach du Scheiße. Mann, die tauchen immer wohl auf. Wie steuert er denn, ey? Ganz ehrlich. Wo soll ich denn da die anderen Dinger ankommen? Mann, Alter. Hier ist ein Fiese. So ein Quatsch, ey. Durch 1000 Mal drauf ballern muss. So ein Bullshit, ey. Größte Bullshit-Kampf, den es gibt, ey. Die bilden sich immer wieder neu, die Scheiße. Leinbeck ist auch ein Kapitän, den du vergessen kannst, ey. Mache ich neu, sonst vergessen wir das hier nochmal machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist kacke. Na, Lemmy, wie wär's, wenn du mal...
Come on! Oh, gut! Es hilft! Okay, lass uns an Bord gehen. Aber warte, bevor du das tust, das wird gefährlich. Willst du sicher speichern? So, ja. Da du nur vorgesucht und speichert hast, lass uns an Bord gehen. An Bord, wenn du es einfach zerstört hast? Jetzt kommt der wahre Endkampf hier. Und der Limebag ist mit dabei. Link, es ist Tetra. Na dann komm. Ach Scheiße. Limebags Schiff. Großvater. Hey, das ist mein Schiff. Alter, oh noch. Ja, oh. Ein Schwert. Muss mutig sein. Hä? Hätte er jetzt irgendwie drauf an den Tentakel. Link, wach auf. Ist da drüben? Oder? Link, wach auf, beeil dich! Link! Warum, Mist, was? Lass los, du Monster! Hä? Oh, jetzt macht er... Wann jetzt die Kleinbäcker los? Und freilich. Ach du Scheiße, was ist das denn? Link! Oha. Du musst ruhig bleiben, Link. Was muss ich jetzt machen? Da muss das Böse, er klebt in... Achso, in deinen Rücken. Hinter seinen Rücken auf. Nutzt das? Ah. Jetzt klappt's natürlich wohl auch nicht. Ey, ich kotze schon wieder. Jetzt. Wow, jetzt ist... Mein Schwachbund, sein Auge war geschlossen. Dabei hatte ich extra die Zeit angehalten, aber irgendwann muss er das Auge auch mal öffnen. In Ordnung, dann werde ich seinen Rücken auf dem oberen Bildschirm widerspiegeln. Ah. Ich sehe es, ich kann es sehen. Schau auf dem oberen Bildschirm. Sein Auge hat sich geöffnet, du benutzt... Super. Er hat mich gepackt. Sorry, Link, mach dir... Alter, was muss ich jetzt machen? Was? Ja, Phantomsfeuer, wenn es mal klappen würde. Das ist halt das Problem. Das klappt halt nicht immer.
Es ist doch zum Kotzen, Alter. Es ist einfach zum Kotzen. Was soll ich jetzt machen? Mal doch die verfickte 8, Alter. Mann, ich will nicht mehr. Warum geht das denn immer nicht? Ach, das leck mich. So ein Quatsch, Alter, ey. Ich mach doch! Das muss doch klappen! Wird schon irgendwann funktionieren. Dein Weg zum Tod, aber ja. Warum ausrechnen 8? Warum kein 3-Eck oder ein 4-Eck oder so ein Scheiß? Nein, das sind nur 18! Jetzt so. Ding, du behindert, das ist Mistvieh, ey. Das muss ich immer schlagen wahrscheinlich. Muss ich jetzt wohl noch bis ich reiben muss oder was? Oder muss ich warten, bis er zuschlägt? Ich glaube, ich muss warten, bis er schlägt. Ah, jetzt, das wäre fast die Kippe, ja? Ah, jetzt hat er schon Sterne gesehen. Jetzt müsste ich eigentlich die Ferne bekommen, oder nicht? Link weicht da aus. Der weicht halt einfach nicht aus, der Vollidiot. Jetzt komm. Seit nur 3 Stunden brauchen, ich sehe jetzt mal hinkriege. Ich weiß nicht, wo ich ansetzen muss, damit ihr eine verfickte Abkühlung mal. Ah, jetzt hab ich mal ein paar Mal getroffen. Komm! Oh.
Ist doch draußen, ja. Oh, der hält auch viel aus, ey, Junge. Einfach hier zurücklaufen und wieder draufhacken. Und hier zurücklaufen und wieder draufhacken. Bleiben. Dann wieder hauen. So, Sphäre. Ich baue da deshalb hier Safe State, weil. Ey, wie soll ich denn ausweichen? Jetzt ergehen eine Wirbel. Ah, Link! Du musst doch ein Weg hier hinter auszuweichen, oder? Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du vergessen. Ah! Das kannst du vergessen. Was habe ich zwei? Was habe ich drei? Junge, ist das anstrengend, hier, sag ich euch. Jetzt. Mann! Kann man nicht hauen? Oh, das ist anstrengend und Kampf, ey. Jetzt hör doch mal auf mit deinem scheiß Rummidrehe. Warte doch auch auf, wenn er dreht. Leck mich, du kleine Hurensohn. Ich hab so gar keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Das ist unfair, ey. Ich zeichne 1008. Ein K
Kein Acht juckt ihn. Das ist der größte Scheißkampf, ey. Ohne Mist. Mann, du Quatsch. Ja, komm, fick dich. Warum ist da die Scheiße nicht offen, Alter? Jetzt wird gleich funktionieren, oder wenn die 8 Zeichen? Was ist jetzt endlich, Junge? Das nervt so sehr. Ey, Sebach, du Drecksvieh. Endlich, Alter. Oh. Es ist mir scheißegal, ob ich da jetzt immer ein Selfie mache da oder so, aber ich war ja auch gehandicapt, weil der einfach die scheiß 8 nicht erkannt hat. Also so aussieht es wie in die Gerechtigkeit, ganz einfach. Junge. Ach, da die ganze Zeit einen dreieckigen Triforce oder ein Dreieck hätte ich noch verstanden, aber keine 8 oder ein Sandrohr, ey. So ein größer Bullshit, ey. Jetzt schafft endlich, ey. So, jetzt haben wir Bellamus Lebenssand auch aufgesaugt. Autsch, was passiert hier? Ich dachte... Bist du okay, Leinbeck? Du warst von Bellamo besessen. Was? Oh, stimmt. Ich glaube, ich erinnere mich, wie ich Link... Oh, Kleiner, ich meine Link, sorry... Ich weiß, ich war besessen von diesem Monster, aber dass ich tatsächlich... Nein, nein, Leinbeck. Wenn du nicht mit Bellamo entgegengestellt hättest, wer weiß, was noch passiert wäre. Nun ja, ich war wie in einem Rausch. Moment mal, Leute. Ich werde ja ganz verlegen, wenn ihr mir so mit mir redet. Ich hab nur mein Schiff gerecht. Großvater. Der Meereskönig, oder? Das ist er. Seine wahre Gestalt. Auf Leibegard, die wahre Gestalt von Zivan. Ein riesiger Wal. Link, Leinbeck und Ziela. Ich habe meine ursprüngliche Form zurückerlangt. Und dafür danke ich euch. Was? Wow, Großvater, bist du das? Wer hätte gedacht, dass das deine wahre Gestalt ist? Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich für immer versiegt geblieben. Das Meer wäre verfallen. Ihr habt mich und das Meer gerettet. Danke.
Nein, Beck. Was? Wer, ich? Ich habe noch ein Versprechen einzulösen. Ich erfülle dir einen Wunsch. Du bist das Schiff bestimmt zurück, wa? Was ist es? Komm schon, sag es. Du willst Schätze, oder? Frag einfach. Nein, das ist es nicht. Ich brauche keine Schätze mehr. Ich glaube... Nun ja, wenn ich mir was wünschen muss, wenn du darauf bestehst, kannst du mir mein Schiff wiedergeben, das versunken ist. Was? Das ist alles? Aber nicht, dass du später doch Schätze haben willst. Sei doch mal still, kleine Fee. Du kannst aber auch nie den Mund halten, oder? Der Lebenssand ist zurück und es herrscht Frieden. Damit wir auch eure Welt nicht mehr von dem Geisterschiff heimgesucht werden. Unsere Welt? Also in welcher Welt befinden wir uns denn jetzt? Was ist das für ein Ort? Es wird Zeit, dass ihr in eure Welt zurückkehrt, hm? Das Tor zu eurer Welt wird sich schon bald öffnen. Wir sind Bewohner dieser Welt. Wir müssen zum Meereskönig zurückkehren. Danke, Link. Und auch dir, Limebeck. Euer Mut wird nicht vergessen werden. Jetzt kommen wir wieder zurück. Oh, nun freut mich zu hören. Jetzt muss ich endlich nicht mehr dein Gesicht sehen. Ich habe nämlich genug von dir. Hey, das wollte ich auch gerade sagen. Hau bloß ab. Ja, dafür müssen sie sich doch näher retten. Tja, dann gehe ich mal. Danke, Limebeck. Jetzt müssen sie sich verabschieden. Link, ich würde wirklich gerne bei dir bleiben, aber ich bin ein Lichtgeist, der dem Meereskönig dient. Wir müssen schon bald auf Wiedersehen sagen. Danke, Link. Weg ist er. Ja. Und damit haben wir den letzten Erzähler Phantom Hourglass auch abgeschlossen zu 100%. So, jetzt sehen wir noch ein paar schöne Karikaturen hier, Verzeichnungen von unseren Kumpanen hier, während die Credits durchlaufen. Machen wir mal ein kleines Schlusswort zum Spiel, wenn es war. Ich finde, das Spiel bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich meine, was ich so sehe, mögen viele dieses Spiel gar nicht so sehr. Geht ein bisschen unter, finde ich. Ich meine, es ist eigentlich wirklich ein cooles Game. Wenn die Steuerung mal nicht wäre. Die Steuerung ist natürlich, glaube ich, das größte Manko an diesem Game hier. Das habt ihr ja auch bei mir gesehen hier. Gerade was hier am Ende hier, was mich die achten zeichnen muss und sowas, das könnte ich ja nur mit Controller nicht irgendwie beeinflussen. Ich jetzt das mit dem Controller machen konnte, ging das noch einigermaßen, aber jetzt zum Schluss wieder ging das nicht, da die achten Zeichen, die es immer nicht erkannt hat, das war schon sehr nervig. Mit DS wäre das vielleicht etwas einfacher gewesen, das zu zeichnen, aber ich weiß ja nicht, vielleicht hättest du auch nicht immer reagiert. Ich weiß nicht, wie es im Original DS, ob das da auch so ist. Oder ob das jetzt einfach wegen der Maus sitzt und Maus im PC gezwungen ist, aber naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es am Ende doch geschafft. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich da immer mal ein Safe State gemacht habe, aber wie gesagt, ich habe es selbst als ausgeglichene Gerechtigkeit, da die Steuerung mich schon ein bisschen negativ beeinflusst hat hier. Aber wie gesagt, wirklich alles in allem, von der Story her, von den Dungeons her und so weiter, finde ich wirklich einen coolen Zelda-Teil. Mensch, kommt natürlich nicht an Link to the Past und sowas ran für ein Super Nintendo. Das ist immer noch on top bei mir. Also das wisst ihr ja. Das ist immer noch das Beste,
Zelda-Game für mich. Aber das reiht sich auf jeden Fall in der Top 5. Auch mit deinen. Ach, da sehen wir die Unterschrift. Also, kann ich jetzt, bis auf die Steuerung, kann ich jetzt nicht viel Negatives dazu sagen. Also hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Kommt jetzt noch ein End? Oh. Es kommt noch eine End-Credit-Scene. Hey. Was denn nun? Sind wir jetzt wohl auf unserem Schiff? Wo wir hier anfangen gestartet sind? Nee, das ist das Gästeschiff. Was passiert denn jetzt? Weiß nicht, fängt jetzt mal vorne an. Hä? Wo sind wir? Ach, wir sind... Was? Ja, jetzt kommt die wieder? Sag bloß. Wir sind jetzt im Geisterschiff doch, oder nicht? Leinbeck ist verschwunden und das Geisterschiff ist wieder da. Was ist los? Also war gar nichts. Ich habe mir schon Sorgen gemacht wegen dem ganzen Schrei. Aber du scheinst okay zu sein. Wie war's auf dem Geisterschiff? Gab's Schätze? Wovon redest du? Ich bin fast gestorben auf diesem Schiff. Link hat mich gerettet. Aber er hat viel auf See durchgemacht. Kannst du dir vorstellen, was wir durchgemacht haben? Wo wart ihr? Habt ihr wenigstens nach uns gesucht? Wovon redest du? Seid ihr auf dieses Schiff gegangen seid, sind gerade mal... sind gerade mal 10 Minuten vergangen. Was? 10 Minuten? Du machst Witze! Weißt du, was wir durchgemacht haben? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wie sollte ich auch? Du hast bestimmt einen bösen Traum gehabt in den 10 Minuten. Du hörst mir nicht zu. Es waren mehr als 10 Minuten. Wenn ich es doch sage. Sag bloß, wir haben das jetzt bloß geträumt. Das Geisterschiff ist sehr gefährlich. Es ist nicht mehr da. Sag ich nicht, wir haben das hier jetzt nur geträumt, à la Link's Awakening hier. Die Geschichte war alles nur ein Traum, oder was? Ja, das ist eine Art Link's Awakening hier. Wir haben es alles noch nicht richtig erlebt. Oh gut. Ja. Das Schiff ist verschwunden. Es war wirklich verschwunden. Der Traum, den du hattest, war das Werk des Geisterschiffs. Hey, ich sagte doch, es war kein Traum. Ihr hört einfach nicht zu. Ich müsste irgendein... Also, sonst hätte ich ja die Sandro aber nicht. Jetzt nicht als Traum bezeichnen, wenn ich das Sandro jetzt nicht hätte. Ja, und da ist Leinbecks Schiff. Also muss ja irgendwas Wahres dran gewesen sein. Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ende. So, jetzt haben wir es wirklich abgeschlossen hier. Wir haben Belamo besiegt und haben das Spiel zu 100% erledigt. So, mein Fazit habe ich schon gegeben. Mir gedacht, spielt es wirklich selber mal. Aber wenn ihr es auf dem DS habt, spielt es lieber auf dem DS. Muss ich euch zugeben. Auch wenn es sich jetzt mit der Aufnahme leichter macht. Deswegen habe ich das auch bloß gemacht, auf dem Emulator halt aufzunehmen. Das war halt einfacher als auf dem DS. Da brauchst du ja ein extra Modul und so. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber wenn ihr Phantom Hourglass als physisches Spiel habt, spielt es auf dem DS. Kann ich euch, ist es auf jeden Fall besser, muss ich ja sagen. Oder halt auf dem Tablet oder so, mit einem Style, mit so einem Stift oder so. Da jetzt vielleicht auch noch gut, aber auf dem Smartphone von mir aus. Aber auf jeden Fall mit PC und Maus ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
Aber naja, wie gesagt, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein cooler Zelda-Teil. Ich freue mich schon irgendwann auf den nächsten. Welcher denn kommen wird, entscheide ich dann spontan. Mal sehen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein paar, habe ich ja schon durch. Ob es jetzt ein Retro-Zelda-Teil sein wird oder ein neuerer, weil, wie gesagt, die neuen Tears of the Kingdom und Breath of the Wild, die sagen mir gar nicht zu, weil die werden bei mir nie kommen, weil die mir einfach gar nicht zusagen. Das hat den Charme einfach nicht der alten Zelda-Teile, weiß nicht. Andere feiern es, andere nicht. Es sind zwei schneidige Schwerter, aber naja. Es geht ja eben Phantom Hourglass. Das hat mir Spaß gemacht und das ist Hauptsache. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da und schaltet gerne beim nächsten Projekt ein. Es geht jetzt nach Link oder allgemein nach den Projekten. Kommt als nächstes Donkey Kong Country Tropical Freeze mit Susi zusammen. Das ist das Nachfolgeprojekt hier. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber ansonsten schaltet ihr bei Zelda nochmal ein oder bei Disney Illusion Island und lasst da ein bisschen Liebe da. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Danke fürs Einschalten und damit redet Juli. Auch tschüss.